Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Dark Souls. Wir sind hier immer noch mit Jochen in Ariamis unterwegs und ja, ich habe mir für diese Folge eigentlich zwei Sachen vorgenommen und die große Herausforderung, die besteht für mich momentan darin, dass ich gar nicht weiß, in welcher Reihenfolge ich diesen ganzen Kram jetzt gerne erledigen möchte und ja, ich glaube, ich habe das, dadurch, dass ich jetzt schon losgegangen bin, habe ich das, glaube ich, schon indirekt beschlossen. Weil wir haben zum einen noch die Möglichkeit, den Untergrund dieses ganzen Ortes hier aufzusuchen. Das ist der Ort, wo ich euch beim letzten Mal schon dran habe teilhaben lassen, dass ich darauf irgendwie gar keinen Bock habe. Auf der anderen Seite sehe ich gerade oben links, dass ich zwei Menschlichkeitspunkte schon habe. Das heißt, ich glaube, ich werde doch erstmal mit dem anderen anfangen. Ja, ich hatte nämlich darüber hinaus auch erwähnt, dass dass sobald wir menschlich sind und diesen komischen Friedhof oder was das da war betreten, dass wir da irgendwie voll den ätzenden Gegner antreffen, der uns dann über den Weg läuft. Und vor dem habe ich ehrlich gesagt ziemlich Bammel. Ach, entfacht habe ich schon, ne? Ich kann, glaube ich, noch gar kein zweites Mal entfachen. Ich bin aber auch ehrlich gesagt gar nicht mehr darüber im Bilde, was man... Achso, ja, okay, dich habe ich vergessen. Ich bin auch gar nicht mehr darüber im Bilde, was man überhaupt machen muss, um noch ein zweites Mal zu entfachen. Ich glaube, der erzählt uns gleich irgendwas davon, dass man irgendein Ritual oder so machen muss. Ja, da bin ich jetzt irgendwie nicht mehr so ganz im Bilde. Ja, das geheime Ritual, keine Ahnung mehr, was das war. Ich glaube, das hing mit irgendeinem Ring oder so zusammen, aber ich habe keine Ahnung. Ich wollte jetzt hier nur nochmal meine Energie befüllen. Ich gehe nämlich davon aus, dass ich gleich jeden Estus-Flakon gebrauchen kann, der sich jetzt noch in meinem Inventar befindet. Deswegen würde ich gerne komplett unbeschadet in diesen Kampf reingehen. Und ja, einfach präventiv, um mich selber davor zu schützen, hier schon wieder an die Decke zu gehen und meine Faust an meinem Tisch abzureagieren, ja. Versuche ich mir die ganze Zeit einzureden, dass ich diesen Gegner nicht schaffen werde und dass der voll schwer ist und dass ich noch viel zu schwach bin für den und hast du nicht gesehen, weil der müsste hier jeden Augenblick auftauchen und wird uns hier, glaube ich, ganz schöne Schwierigkeiten bereiten. Das Blöde ist, dass diese ganzen komischen Fackelträger hier auch noch rumkraucheln. Das vereinfacht die Sache natürlich nicht so. Ich weiß auch gar nicht, in welche Ecke ich jetzt konkret reinlaufen muss, damit der überhaupt erscheint. Vielleicht muss ich aber auch irgendwas in der Geschichte schon abgeschlossen haben, damit das überhaupt, ja, damit er sich hier überhaupt zeigt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber, oh, ich schätze mal, ach nee, hey, ich dachte gerade, der lebt irgendwie noch. Okay, ich fange schon wieder an zu halluzinieren, aber da hinten ist doch noch einer. Hab doch noch gehört, dass hier irgendwelche Schritte noch am Rumlungern sind und im Schnee rumstapfen. Ja, irgendwie habe ich da ein bisschen Bammel vor. Also ich mache den jetzt nicht, weil ich irgendwie euch so einen perversen Spaß gönnen möchte, sondern einfach nur, weil ich weiß, dass der uns eine ganze Menge Seelen da lässt, wenn es mir gelingt, ihn aus dem Weg zu räumen. Und das Blöde ist, dass diese ganze Ecke hier auch noch so blöd kantig ist, ne? Also hier kann man auch nicht so einfach irgendwo nach oben laufen. Vor allen Dingen hier ist das, glaube ich, ein bisschen problematisch gewesen. Warum kommt denn der nicht? Ah, da. Okay. Ja, alles klar. Das könnte jetzt extrem knifflig werden. Ich habe diesen Moment irgendwie gefürchtet, aber ich würde den trotzdem ganz gerne... Guck mal, da ist er nämlich. Der hat nämlich voll den... Genau, von diesem Zauber habe ich euch vielleicht sogar erzählt. Aber wir machen eigentlich ganz guten Schaden. Hätte ich mal die Waffe in zwei Hände genommen, aber der müsste eigentlich gleich weg sein, oder? Habe ich ihn? Nein, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Dafür bin ich gleich tot. Und wisst ihr was jetzt passieren wird? Er wird nämlich runterplumpsen und dann ist mein Loot bestimmt auch weg, oder? Ich hatte gerade richtig Glück. Eigentlich wollte ich euch nämlich noch zeigen... Boah, über 30.000, nicht sein Ernst, oder? Okay, also, dass das so viele Seelen werden würden, das war mir jetzt nicht bewusst, um ehrlich zu sein. Aber ja, ich werde mich da natürlich nicht beschweren. Und die Peitsche, die ist ja allerhöchstens nettes Beiwerk. Also profitieren werde ich davon jetzt nicht, aber die Seelen... Also ich wusste, dass das im fünfstelligen Bereich liegen würde, aber nicht, dass wir jetzt hier ja noch mehr Seelen bekommen als über einen regulären Boss. Ey, ohne Scheiß, wir haben bisher von den normalen Bossen nicht mal über 30.000 bekommen. Aber das könnte uns jetzt auf jeden Fall mehr als nützlich werden, wenn ich jetzt den nächsten Ort aufsuchen werde. Oh, Backe, was war denn hier nochmal mein Ziel?
Ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, ein paar Punkte in Vitalität gesteckt und ja, ich glaube, ich werde Stärke weiter skillen, einfach mal so. Obwohl das wahrscheinlich klüger wäre, ein bisschen auf Kondition noch zu gehen, aber momentan komme ich eigentlich mit meiner Kondition so ganz gut hin. So, warte mal, ich will mal kurz gucken, ob ich noch Seelen im Inventar habe, also außer den Boss-Seelen. Leider nicht, ey. Das wäre irgendwie nicht so geil, wenn ich jetzt 16.000 Seelen verlieren würde. Weil ich stelle mich jetzt innerlich ja, genau wie bei diesem Kampf gerade eben, der erstaunlich oder überraschend gut lief, da stelle ich mich jetzt da unten viel eher auf den Tod ein. Das Problem ist, wenn ich da unten in diesem vermaledeiten Keller gleich draufgehen sollte, dann ist das da streckenweise recht schwierig, seine Seelen zurückzuholen, weil die Gegner einfach mal total arschig sind, die da unten auf uns warten. Boah, Leute, ey, wisst ihr, was ich glaube? Ich werde nochmal, und ich hoffe, ihr hasst mich nicht dafür, bitte hasst mich nicht, aber ich glaube, ich werde jetzt hier nochmal meine Runde drehen. Einfach nur, damit ich das Level up generieren kann und da ein bisschen, boah, okay, der hat auf jeden Fall gesessen, damit ich da auch oh, das war gerade gar nicht gut, ein bisschen im sicheren Hafen bin, aber, ja, so viel zum Thema sicheren Hafen. Nein, ich gehe da nicht runter. Da sterbe ich. Das ist mir zu gefährlich. Ich gehe noch leveln. Ja, was macht Nigoya? Geht leveln und stirbt da. Warum auch nicht? Ich habe gerade so ein bisschen Bammel, dass ich da jetzt nicht mehr rankomme, weil ich glaube, die Seelen, die liegen da so ein bisschen scheiße, gelinde gesagt. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, die sind jetzt mit zwei Schlägen schon down, was eigentlich nur noch mehr dafür spricht, sich noch ein Weilchen an den zu probieren, weil die ja jetzt ein bisschen schneller auch, ich krieg die jetzt ein bisschen schneller tot, als das vorher noch der Fall war, ne? So, jetzt habe ich aber ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Die machen mich nämlich mindestens genauso schnell nieder und das ist irgendwie nicht so geil. Aber ich glaube, die brauchen irgendwie drei Angriffe, damit ich hier auch wirklich einknicke. Das Problem ist, ich habe mich von Anfang an, vielleicht habt ihr das gesehen, nicht so dran gehalten an das, was ich ursprünglich mal gesagt hatte, nämlich, dass ich immer ein Stückchen weitergehe, nachdem ich einmal zuhaue, ne? Das ist gerade so mein Fehler gewesen. Und ja, das ist, glaube ich, durchaus überlebensnotwendig, um hier irgendwie durchzukommen. Okay, ich dachte, den hätte ich vorher schon einmal. Aber der erste Schlag, der ist leider nicht so gut gelungen wie... ja, wie bei meinem ersten Versuch, wo ich draufgegangen bin. Aber es macht sich auf jeden Fall schon spürbar bemerkbar. Das Problem ist, dass meine Schläge gerade irgendwie nicht so sitzen, wie sie eigentlich sollten, weil ich irgendwie immer nur einen mitnehme. Das ist dann natürlich suboptimal, ne? Bei der Masse an Gegnern, die ich ja eigentlich gleichzeitig umnieten wollte. Ja, okay, also irgendwie... Also entweder stelle ich mich gerade blöd an oder die haben einfach mal voll dazugelernt oder irgendwas dazwischen. Ich meine, das eine schließt ja das andere nicht aus, ne? Oh, da ist einer hinter mir, den habe ich gerade fast übersehen. Aber du müsstest jetzt weg sein, mein Freund, ja. Das Gute ist, dass ich jetzt wenigstens auch nicht mehr menschlich bin, ne? Das heißt, ich kann jetzt auch nicht invasioniert werden. Die Gefahr oder die Angst, die hatte ich ja vorher so ein bisschen, als ich hier so ein Weilchen rumgelatscht bin. So, und jetzt muss ich nur noch auf meine Gesundheit achten und kann mir dann direkt auch mein, ja, wohlverdientes Level-Up gleich abholen. Also wenn ich jetzt hier im Endspurt nicht noch drauf gehe, weil das ist irgendwie, ja, irgendwie gerade etwas knifflig. Ja, mein Timing ist ja gerade irgendwie nicht das Beste. Ich glaube, bei diesem komischen Jeremiah, da, war auch eine ganze Menge Glück mit drin, weil ihr habt das vielleicht gesehen. Jedes Mal, als ich auf ihn zugestürmt bin und wie so eine Bekloppte auf ihn eingeprügelt habe, da war er irgendwie gerade dabei, seinen Zauber, den ich so fürchte, zu wirken. Und ja, das ging gerade nochmal gut, aber ich bin, wie gesagt, gerade sehr, sehr dankbar für die Masse an Seelen, die wir jetzt bekommen. Und eigentlich müsste mich das ja objektiv betrachtet schon mal darüber hinwegtrösten, wenn ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich drauf gehe. Sollte da unten, ne? Weil ich habe jetzt hier direkt, der Part ist quasi noch nicht mal warm gespielt, ja, und da habe ich schon zwei Level-Ups und das bei schon relativ hohen Seelenanforderungen. Das ist, denke ich mal, ja, erstmal ganz gut. So, jetzt muss ich mal gucken, ich weiß gar nicht, ob ich an diesen komischen Schleimis überhaupt vorbeikomme, ohne... ob ich jetzt hier in diesen Untergrund komme, ohne dass ich diese Schleimis auf mich aufmerksam mache.
Das, ja, okay, doch, hier haben wir einen Eingang. Das ist aber nicht so der optimalste. Ich habe aber irgendwie keinen Bock, diese Gegner zu triggern. Deswegen probiere ich das jetzt hier mal über den, ja, ich sag mal, etwas unkonventionellen Weg. Irgendwie. Ach doch. Doch, 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 das ist der Eingang, den ich eigentlich im Sinn hatte. Also das ist mein absoluter Hassraum in Ariamis. Ich habe schon oft von Hass und von Frust und Hasse nicht gesehen gesprochen. Aber hier, sind mal so richtige Abfuck-Gegner. Und zwar genau diese Exemplare hier. Aber mit zwei Schlägen komme ich immerhin hin. Ha, immerhin hin. Das ist schon mal ganz gut. Ich hatte eigentlich befürchtet, dass ich hier drei Schläge austeilen müsste. Das Problem ist, man erkennt diese Gegner aus der Ferne nicht. Die kommen hier irgendwie so aus dem Nirgendwo. Ich glaube, die schälen sich so ein bisschen aus dem Boden raus, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt sterbe ich hier direkt auch schon. Nee, jetzt stirbt erstmal der Gegner. Aber der andere, der nimmt schon Anlauf, um es mir direkt heimzuzahlen. Ich stehe, glaube ich, gerade irgendwie auch ein bisschen zu nah an den dran. Ich habe gerade so einen leichten Knick in der Optik. Und hier. Also wenn man einmal hier mit der Deckung bei Null ist, dann hat man hier ein richtiges Problem, ne? Vielleicht hat sich das gerade durch die Angriffe eben schon so ein bisschen abgezeichnet. Aber ich versuche mir, wie gesagt, immer einzureden, dass das kein Problem ist. Vielleicht sollte ich auch einfach mal die Klappe halten, um die auch zu hören. Also da hinten sehe ich auf jeden Fall schon mal einen. Ach Mist, ich hätte jetzt auch einen Seelenpfeil durchaus hier zum Einsatz gebracht. Das Problem ist, dass ja, er mich, also ich hätte ihn nicht anvisieren können, ohne dass er mich gesehen hat. Also doch, vielleicht, wenn ich irgendwie von der anderen Seite mich angeschlichen hätte oder so, aber das habe ich mir gerade irgendwie nicht so zugetraut. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Warte mal kurz. Man hört die nämlich. Oh, jetzt habe ich. Ich glaube, das könnte ein Problem werden, wenn ich jetzt nicht ganz, ganz schnell bin. Und zwar einmal und zweimal. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Der ist aber irgendwie in eine andere Ecke gerollt. Ach so, nee, okay, so viel zum Thema. Er ist in eine andere Ecke gerollt, ne? Also andere Ecke, ist offensichtlich genau meine Ecke. Aber dadurch, dass wir den anderen jetzt aus dem Weg geräumt haben, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Das Problem ist, diese Gegner, die haben wir nicht nur in diesem Raum. Also man kann nicht mal sagen, ja, yeah, ich habe jetzt hier einen Raum geschafft, deswegen bin ich hier voll der King und kann durchatmen. Nee, nee, da muss der Jochen schon ein bisschen mehr für leisten, damit wir hier wirklich durchatmen können. Und ja, bisher lief das eigentlich ganz gut, auch wenn ich mir hier, wie gesagt, mich so ein bisschen schwer tue mit der Optik. Aber ich glaube, wir sind jetzt hier für diesen Raum durch und haben immerhin zwei Seelen jetzt mitgenommen. Das ist ja schon mal was. So, hier haben wir eine geheime Wand. So geheim ist hier eigentlich gar nicht, ne? Also das ist so eine von den Wänden, wo man als Spieler sich nicht mal so wirklich, wirklich, wirklich drüber freuen kann, dass man die jetzt irgendwie kaputt gehauen hat, weil das schon relativ offensichtlich war. Ich glaube, da kommt man aus Spielersicht eher dazu, sich so ein bisschen zu freuen, wenn, ja, wenn man die Gegner hier irgendwie übersteht, ohne dass man drauf geht. Ja, vor dieser Tür standen wir schon mal. Die war verschlossen und das führt direkt zu der nächsten Nebelwand. Und diese Statue, die sich da gerade eben so um die eigene Achse gedreht hat, das ist die, wo sich diese ganzen Schleimi-Gegner drumherum versammeln. So, wir sind aber hier immer noch nicht durch, denn es gibt hier zum einen noch ein paar Wege und zum anderen noch so ein paar von diesen ekligen Gegnern. Und ich habe so eine Tendenz dafür, immer wieder hier auch drauf zu gehen, ne? Also das, es vergeht eigentlich kein Dark Souls-Spiel oder kein Spieldurchlauf ohne dass ich hier mindestens einmal sterbe. Also das wäre für mich jetzt auch so ein kleines Debüt. Das Problem ist nämlich, diese Viecher respawnen, ne? Also ich kann nicht mal sagen, ich arbeite mich jetzt hier irgendwie einfach durch, aber Jochen macht das schon. Jochen ist da ein bisschen furchtloser. Schlüssel für Anbau. Das ist dieser komische Kirchen- oder Kapellenanbau. Vielleicht erinnert ihr euch, da wo diese Schleimi-Gegner waren, da wo sich Jochen immer wieder voll kindisch reingerollt hat in die ganzen Kirchenbänke und da voll wieder Sachen kaputt gemacht hat und wieder dachte, dass er irgendwie der Allergrößte ist, obwohl er damit wieder nur bewiesen hat, wie kleingeistig er eigentlich ist. Oh, das war so nicht geplant. Ich wollte jetzt eigentlich zweimal gegenkloppen. Ich hoffe, dass er mich jetzt nicht wieder anrollt. Ja, okay.
Alles klar, das gibt dieser Aussage, der Gegner ist ganz rollig, schon wieder einen ganz anderen Charakter, ne? Nee, der liebe Rick, der hatte das in der letzten, unter dem letzten Video war das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, indem er von abgefahrenen Gegnern gesprochen hat, ja, wo ich auch herzhaft lachen musste, auch wenn ich darauf noch nicht geantwortet habe, sorry an dieser Stelle. Aber ich hatte ja schon mal gesagt, ne, ich lese mir das ja alles durch und, freue mich weiterhin über Kommentare, auch wenn ich momentan das ein bisschen schleifen lasse mit der Reaktion. So, ey Leute, ohne Scheiß, ich glaube, Jochen hat das Unmögliche möglich gemacht, denn er hat hier Tatsache die ganzen Räder alle aus dem Weg geräumt, ohne einmal drauf zu gehen. Ey, das ist mir bisher echt noch nie gelungen. Also, ach nee, hier ist noch einer. Hier ist noch einer, den hatte ich irgendwie so gar nicht mehr auf dem Schirm und, ey. Ey, das kann doch gerade nicht wahr sein, oder? Ey, ich bin genau so ausgewichen wie bei den anderen auch, aber genau so. Okay. Okay. Das Gute ist, ich bin mit den Seelen, die ich verloren habe für mein Level-Up, noch relativ weit entfernt. Die Betonung liegt auf relativ, denn ich hatte immerhin schon über die Hälfte zusammen. Objektiv betrachtet, waren wir, dadurch, dass wir den Schlüssel ja gefunden haben, auch erfolgreich. Ich glaube nämlich, weitere Items gab es da unten nicht mehr abzugrasen. Und jetzt wird es nämlich knifflig. Ich glaube, dass wir auch direkt an einem Ausgang gestorben sind. Und ich hoffe, dass ich da jetzt nichts vergessen habe. Aber ich glaube, über diesen Ausgang komme ich jetzt hier durch so einen Brunnenweg irgendwie rein. Nein, nicht runterfallen. Das wäre extrem uncool, wenn ich da jetzt draufgegangen wäre. Also wenn wir jetzt hier das Rädchen finden sollten, dann wäre ich da schon mal sehr glücklich. Aber das sieht irgendwie nicht gut aus, oder? Was war denn das für eine komische Treppe, die ich da vorhin... gesehen habe? So, nützt das jetzt was, wenn ich dir hinterher renne? Oh, Backe, ich bin jetzt hier inmitten von der Kreuzung und werde wahrscheinlich gleich den nächsten anlocken, wenn das so weitergeht. So, ich würde dich ganz gerne... Jetzt habe ich keinen Block mehr. Mhm, aber ich habe ihn fast... Ach, Mist, ey, da hat so ein wenig nur gefehlt, um den jetzt wirklich final zu erledigen, ey. Das ist aber hier auch irgendwie schon wieder eng und... Oh, hi! Ja, kommt ja einfach mal angerollt und guckt mich an. Man könnte ja fast sagen, das ist romantisch, ne? Wenn wir jetzt hier von einem Auto und von einem Menschen sprechen würden, aber das passt irgendwie nicht so ganz. Nee, um die Romantikkrone dem Ganzen aufzusetzen, müsste man eigentlich von beim Anrollen eigentlich von einer Kutsche oder so sprechen. So, ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hier bin. Demnach weiß ich jetzt auch nicht, wo ich da vorhin gestorben bin. Hä? Was ist denn das hier? Ist das jetzt irgendwie ein komplett anderer... Ach du Scheiße. Ein komplett anderer Untergrundbereich oder was? Also so war das eigentlich nicht geplant. Aber Hauptsache, die rollen da alle voll feucht fröhlich rein. Irgendwie habe ich da gerade keine Ambition hinterher zu... Ja, also irgendwie... Irgendwie ist das ja gerade ein heilloses Durcheinander. Warte mal, wo bin ich denn vorhin gewesen? So, da sind meine Seelen, Okay. Also wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich immerhin so einen Freifahrtschein. Also einmal erlaube ich mir jetzt noch zu sterben. Oh, nein. Aber das wäre echt ein extrem ärgerlicher und abgefuckter Tod. Guck mal, hinter mir ist doch irgendwie ein Ausgang oder so. Das verstehe ich nämlich gerade nicht, wisst ihr? Das ist... Hä? Irgendwie kapiere ich gerade überhaupt gar nicht, was hier abgeht. Aber irgendwie bin ich noch am Leben. So, kannst du jetzt mal bitte einen trinken, Jochen? Also ich fordere dich ja selten auf, irgendwie einen zu heben. Aber diesmal war das definitiv notwendig. So, ja, guck mal, diesen Ausgang habe ich eigentlich gesucht, ne? Aber, ja, ey, das muss man auch erstmal hinkriegen. Aber ich, beruhige mich jetzt einfach mal damit, dass ich jetzt sowieso zum Leuchtfeuer gehe. Oh Gott, ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich nicht ein... Boah, wisst ihr was? Ich nehme jetzt einen Heimkehrerknochen. Obwohl ich eigentlich gar nicht mehr so viel davon habe, ne? Das ist schon relativ... warte mal, ich muss mal meinen Estusflakon wieder reinmachen. Sonst bin ich hier wieder... Sonst ist meine kosmische Ordnung hier schon wieder voll durcheinander gebracht. Heimkehrerknochen. So, also wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit kriege, ein paar davon zu kaufen... sollte ich vielleicht auf 10 das zumindest hochkaufen, damit ich da ohne schlechtes Gewissen zu kriegen das auch einsetzen kann. Obwohl ich glaube, im Laufe des Spiels findet man noch relativ viele davon. Das sind dann immer so diese Zonktruhen in Anführungsstrichen, nämlich immer die, wo ich mir sage, oh, eigentlich hätte ich mir irgendwie was Besseres erhofft. Oh,
Ich hatte eigentlich fast mir erhofft und erwartet, dass ich jetzt hier auf meine 20.000 komme. Aber dem soll nicht so sein. Das heißt, ich werde jetzt nochmal so eine schleimige Umkreisungsrunde machen, auch wenn dieses Wort gerade total minderbemittelt und hinterwäldlerisch Waldorfschulenmäßig klang. Boah, ey, ganz ehrlich, eigentlich brauche ich mir das nicht nochmal zu geben, denn es würde eigentlich ausreichen, jetzt hier nochmal die ganzen Kleinscheißer alle aus dem Weg zu räumen. Weil das Problem ist, da wo ich jetzt mit dem Schlüssel für den Anbau hinkomme, das ist insofern tricky, als dass da richtig viele von diesen ekligen, ich weiß gar nicht, was diese Viecher sind, von diesen Vogelfrauen mit den Masken und den Storchenbeinen und den dicken Gesäßen, ja, von denen gibt es da irgendwie ganz, ganz viele. Und das könnte relativ schwierig werden, denn auch das ist so eine berühmt-berüchtigte Negoja, stirbt da so ein paar obligatorische Todesstelle. Und ja, das wäre irgendwie ärgerlich, wenn ich mit so einer Seelenmenge rumlaufe, die dann so irgendwie wieder kurz vor Ziel verliere. Weil, ich meine, es gibt so Ecken, die sind auch schwierig, ja. Also so von der Stärke der Gegner her und so. Aber es gibt eben auch Orte, da ist es wesentlich einfacher, wieder an seine Seelen zurückzukommen, ja. Und ich habe hier momentan einfach das Problem, dass wenn ich jetzt, ihr habt das ja unten da gesehen, wenn ich da dann zurückgehe und die irgendwie ungünstig liegen, dann sind die schneller weg, als ich gucken kann. Und das möchte ich mich hier sehr ungerne geben. Also ich hoffe, dass die Glückssträhne jetzt so ein bisschen anhält. Und dass Jochen die etwas ausufernderen Popöchen der Gegner, die wir gleich zu Gesicht bekommen, recht ordentlich und schnell und unkompliziert versohlen wird. Keine Ahnung, wie Jochen zu Ärschen steht, aber ich möchte, dass er da ganz, ganz viel Schaden anrichtet, ne, da wo es weh tut. Wobei das denen wahrscheinlich mehr weh tut, wenn wir die dahin pieksen, wo die eben nicht so gut gepolstert sind. Aber wir wollen ja mal nicht wählerisch sein, ne? So, das Problem ist, dass jetzt hier. Obwohl, wartet mal, dadurch, dass ich die Seelenpfeile habe, ist das vielleicht gar nicht so problematisch. Denn hier ist direkt am Anfang so ein Typi. Und der bleibt leider nicht alleine. Ich werde jetzt hier noch ein paar Mal so Vergiftungsstress mitbringen. Hallo, kannst du dir mal anvisieren, ey? Wie er voll lange das hinausgezögert hat, finde ich ja schon wieder. Oh, ich hoffe, du bist nicht zu nah dran, Kumpel. Das müsste es gewesen sein, oder? Ja, ich habe gerade. Es sah gerade so aus, als ob er irgendwie nicht in die Knie geht. So, schwierig wird das jetzt werden. Ich müsste eigentlich mir nur den Loot holen. Ach, wisst ihr was? Ich werde mir das einfach keinen Stress machen. Weil ich will dieses Item da haben, was man jetzt hier bisher, glaube ich, noch nicht gesehen hat. Ah, sehr schön. Das mit dem Backstab passt mir gerade ausgesprochen gut. Weil vielleicht gelingt mir auch so einer dort. Das Problem ist, dass jetzt hier gleich noch weitere Gegner nachrücken. Und ich glaube, ich muss das jetzt in Kauf nehmen, hier vergiftet zu werden. So, ich will nämlich, nein, ich will, ja genau, diese dunkle Glut. Weil wenn ihr mich jetzt irgendwie abmetzeln wollt, dann ist das okay. Kann ich damit leben. Die dunkle Glut war mir nur wichtig. Auch wenn das eine von den Gluten ist, in Anführungsstrichen, die ich glaube ich ja am wenigsten gebrauchen kann, die mich auch am wenigsten reizt, weil ich glaube, damit können wir uns so okkulte Waffen schmieden, wenn mich nicht alles täuscht. Und das werde ich hier in diesem Let's Play wahrscheinlich nicht tun, von daher war das jetzt einfach nur, damit ich da einen Haken hintersetzen kann, weil die sind halt schon relativ wertvoll und ich würde hier schon ganz gerne alle von diesen Blutdingern holen, die man in diesem Spiel holen kann, wenn ich nicht irgendwas vergesse. Also ich glaube, ich weiß, wo sich alle befinden. Ich glaube, das kriege ich noch irgendwie zusammen. Ich weiß nur jetzt schon nicht mehr, wenn ich ehrlich bin, ob ich damals im Finsterwurzwald, ob ich da diese, die da von den Pilzen in diesem komischen Tümpelteich da bewacht wird. Ich glaube, die habe ich aber geholt. Die habe ich, glaube ich, geholt, als ich Sif probiert habe. Ich habe doch Sif probiert, oder? Ich glaube, ich habe den probiert und der war irgendwie viel zu stark für mich. So war das doch, oder? Oder habe ich das geträumt? Ich bin schon wieder,
schon wieder ein bisschen durcheinander. Jochen hilft mir hier auch schon wieder nicht auf die Sprünge. Nee, aber Jochen soll am besten gar nicht reden. Ich glaube, er ist so mit seinem geistigen Horizont noch nicht so weit, dass ich ihn gerne reden hören möchte. Auch wenn ich mich damit sehr wahrscheinlich sehr weit aus dem Fenster lehne, weil... okay, das war gerade extrem uncool und sehr überraschend, weil ich hatte zwar gerade gesagt, dass meine Seelenmenge durchaus verschmerzbar ist, die ich da vorhin verloren habe. Aber wir müssen ja nun, wenn es hier so halb auf dem Weg liegt, das auch nicht einfach liegen lassen, ne? So, deswegen hole ich mir das mal eben kurz. Ich hoffe, dass das jetzt hier so weit am... Boah, ja. Ich bin zwar viel weiter... Boah, ey, wisst ihr was? Ich glaube, ich scheiße jetzt auf die Dinger. Ich hatte irgendwie keinen Bock mehr, das zu holen. Ich meine, wie viel waren das? 3000? Das muss ich mir dann nun wirklich nicht geben. Ich befürchte gerade nur, dass diese komischen, feuerspuckenden Viecher, dass die mich jetzt ein Weilchen verfolgen werden, und ich jetzt hier sowieso voll die Arschkarte habe. Warte mal, wer schießt denn da mit Pfeil und Bogen auf mich? Ich habe gerade schon wieder diese blöden Krähenweiber gehört, ja. Ja, die sollen sich mal eher damit befassen, hier ein bisschen zu essen, ey. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn die was essen, dann saugen die irgendwie ganz gerne Hirne aus von unschuldigen Jochens. Ey, guck mal, da ist gerade ein so ein Vieh draufgegangen. Ah, seid ihr blöd. Und passt auf, jetzt kommt gleich die Schelte, weil das ist nämlich... Okay, Kumpel, das ist gerade extrem uncool, dass du mir jetzt auf den Sack gehen musst, weil ich... Ach so, der schießt von da unten. Ich dachte, der kommt mir jetzt hier jeden Augenblick zu nahe. So, hier habe ich jetzt so ein bisschen Angst vor dieser komischen Fressattacke. Boah, ey, die haben aber auch so viel Energie, ey. Kein Wunder, dass ich mit denen mal so viele Probleme hatte. So, jetzt einmal nochmal das volle Programm. Wenn der mir in den Rücken schießt, sind das natürlich voll die optimalen Bedingungen. So, jetzt haben wir hier erstmal... Boah, ey, ist das ätzend, was der für eine Range hat mit seinem scheiß Schuss. Ey, kannst du nicht mal irgendwas anderes machen, ey? Meine Güte, ey, minderbemittelte Leute wie du, denen man sagt, sie können mal ein bisschen mit Feuer spielen, die tun das irgendwie auf anderem Wege, ja? Ich weiß gar nicht, warum er das jetzt auf fremde Menschen... Kann er nicht irgendwie wie andere Kinder auch irgendwie kokeln oder so mit seinem Feuerskill? Ich weiß gar nicht, warum er das immer... Ich meine, wir haben doch, als wir Kinder waren, auch nicht Streichhölzer in... Ich glaube, das wird ins Auge gehen, zumal ich jetzt meinen Rückzugsort Treppe mir einfach mal voll abschminken kann, weil da ja jemand der Meinung ist, uns die ganze Zeit mit Angriffen penetrieren zu müssen. So, jetzt würde ich... ich glaube, ich muss aber trotzdem irgendwie gucken, dass ich jetzt hier den Rückzug angetreten bekomme oder auch nicht. Boah, ey, ich hasse diese Stelle, aber ich glaube, da hinten, guck mal da rechts im Bild, ich glaube, in diesem Gang kann man noch irgendwie Loot mitnehmen und das hätte ich irgendwie so gerne, dass sie auch nicht mal irgendwie in dieses blöde Loch da springen können, ja, was sich da schon voll abzeichnet, ey, vielleicht sollte ich da mal irgendwie Wasser reingießen, damit die irgendwie... Weiß ich nicht, das für ein Swimmingpool halten und das Ganze lukrativer dann für die ist. Oder ich sollte eine Illusion schaffen, die denen suggeriert, dass sich dort irgendwie Wasser befindet oder keine Ahnung, was so die, die flüssigen Fetische von solchen komischen, deformierten, aber eigentlich auch ganz ästhetischen Monstern ist. Da bin ich ein bisschen überfragt, ne? Aber Jochen weigert sich ja strikt, mit seinen Gegnern zu kommunizieren. Er lässt dann lieber die Klinge sprechen, obwohl diplomatisches Geschick hier und da vielleicht mal ganz angebracht wäre. Ich meine, das sind wahrscheinlich Frauen, ne? Weil so dicke Ärsche hat in der Regel, haben in der Regel die Männer nicht. Also es sei denn, die sind generell ein bisschen ganz körperkorpulent. Aber, ja, nee, er sollte da vielleicht mal so ein bisschen seine Männlichkeit spielen lassen, ja. Also ich meine, Jochen, klar, ist nicht so unbedingt der Männlichste, aber ja, ein bisschen mehr Mühe könnte er sich hier schon geben, um die weiblichen Gegner zu bezürzen, ne? Also da fühle ich mich ein bisschen alleingelassen, was so seine Unterstützung angeht. So, meine große Hoffnung ist ja jetzt, dadurch, dass ich jetzt nicht wie blöde nach vorne rennen werde, wie beim letzten Mal, dass ich diesen, Gegner jetzt auch nicht irgendwie... Ach, wartet mal. Ich glaube, ich sollte jetzt hier wieder... das damit probieren. Ah, nicht so weit weggehen. So, wenn ich jetzt nochmal Schaden fresse, ist das okay. Hauptsache ich treffe ihn, wollte ich gerade sagen. Und was passiert? Ich treffe natürlich nicht. So, jetzt aber... ja, okay, das hat gesessen. Sehr schön. Ich glaube, meine Ausgangslage ist nämlich jetzt eine etwas bessere. So, immerhin habe ich jetzt meine Seelen zurück. Aber ich habe eigentlich... Habe ich die Leiche da oben geplündert?
Ach, Mist, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber immerhin, guck mal, das Geile ist, dass die jetzt hier alleine ist. Ich weiß gar nicht, ob ich die backstabben kann. Ich glaube, ich hatte schon mal festgestellt, dass das irgendwie nicht geht, ne? War da nicht irgendwie was? So, warte mal. So, guck mal, die wollte gerade zum Sprung ansetzen, um wieder ein bisschen Hirn zu verspeisen. Habt ihr das gerade gesehen? Die gehen da nämlich immer so ganz komisch in die Hocke. Ey, vor allen Dingen, die Flügel, die sehen so schön weich und flauschig aus. Guck mal, das ist doch nichts weiter als irgendwelche schwarzen, dicken Federn, die da haben, ja. Und trotzdem teilen die so mega viel Schaden aus. Also das ist echt ein bisschen übertrieben. So, ich habe auf jeden Fall gerade gesehen, dass ich die Leiche geplündert habe. Das ist schon mal gut. Und wisst ihr was, ich gehe jetzt mal auf Nummer... Geht jetzt mal so ein bisschen auf Risiko und werde jetzt, eigentlich wollte ich sagen, dass ich jetzt versuche, mit Rollen hier auszuweichen und ja, von der... ja, genau. Tolmego, ja, super. Also Ariames ist echt der Ort, wo ich irgendwie immer der Meinung bin, mich suizidal die Klippen runterstürzen zu müssen. Ey, ist das schon wieder dumm, ey. Da hatte ich gerade so eine gute Ausgangslage, ja. Hab das vorher nochmal voll übertrieben betont. Und was passiert, ey? Ich kick mich da schon wieder voll in die eigene Magengrube, ja. Da könnte ich echt jedes Mal total abkotzen über so eine Tode, ey. Ich störe mich ja nicht generell daran, dass ich hier ab und zu mal drauf gehe, ne? Ich hoffe, da seid ihr so fair und könnt mir das auch eingestehen, aber ey, das ist jedes Mal. Ey, vor allen Dingen kannte ich die Gegebenheiten gerade eben auf dem Dach, ja. Es ist schon wieder. Hat Jochen schon wieder. Ich glaube, Jochen hat einfach Angst vor Frauen. Daran wird es liegen, ne? Weil zuerst habe ich ihn dafür getadelt, dass er mit ihnen nicht ins Gespräch geht. Und danach geht er so auf Abstand und wird wahrscheinlich so nervös, dass sie ihm zu nahe kommen, dass, ja, dass er dann irgendwie meint, in die Tiefe stürzen zu müssen. Jochen hatte bestimmt auch noch nie Sex. Ich wette, der ist da noch voll unbefleckt und deshalb so schüchtern. Deswegen redet er wahrscheinlich auch nie, ne? Deswegen ist er wahrscheinlich auch immer bei weiblichen Gegnern, die sich hier in unserer Nähe abzeichnen, immer so besonders nervös. Aber Jochen, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie mit dir schlafen möchten. Also du brauchst da nicht panisch zu werden, so als männliche Jungfrau, ne? Also die wollen, das müsstest selbst du irgendwie schon erkannt haben, die sind da schon eher auf den Hirn aus. Ne, also ich meine, so oft, wie die da schon herzhaft reingebissen haben. Obwohl, ich weiß gar nicht. Ich habe mich, glaube ich, habe ich mich schon mal erwischen lassen? Ich glaube, ich habe mich bei der allerersten Begegnung mit diesen Viechern, habe ich mich mal erwischen lassen. Kann das sein? Ja, Hauptsache, ich versemmel hier erstmal meine ganzen schweren Seelenpfeile. So, ich werde aber trotzdem jetzt an der Methode nochmal festhalten. Und das probieren, zumindest wenn ich jetzt eine einzeln angelockt kriege. Ach Mist, wisst ihr was? Eigentlich hätte ich der jetzt auch nochmal so ein, boah, nee, ey, wisst ihr was? Ich glaube, ich brauche mein Schild. Bei mir ist das hier irgendwie zu riskant mit dem Rollen, wie man ja vorhin schon gesehen hat, ne? Also die ist hier... und ja, okay. Okay, ich glaube... Okay, wisst ihr was? Ich mache das jetzt ganz anders. Ich werde jetzt einfach durchrennen. Ja, in der Hoffnung, dass die mich vielleicht gar nicht erst erwischen. Und, oh, ey, diese blöden Abgründe hier. Wirklich, ey. Wie blöde ich mich hier aber auch immer anstelle. Das ist aber auch eine relativ kleine und gefährliche Fläche, auf der man sich da mit diesen ganzen blöden Gegnern abgeben muss. Ne, muss ich ja auch mal sagen. Also, so hundertprozentig nur meine Schuld ist das nicht. Also, klar, es ist nur meine Schuld, aber das ist auch so ein bisschen den Rahmenbedingungen dieses Kampfareals geschuldet. Ja, ich muss da... jetzt auch mal für Jochen in die Bresche springen. Das ist immer schon nicht so einfach. So, erstmal eine Runde beten. Beten in Jochens Sprache quasi, indem ich einfach wieder ein bisschen was zerschmettere. Und ja, na, das wird ja jetzt mal spannend, zu gucken, ob ich da jetzt durchgerannt komme. Ich weiß auch hier, ehrlich gesagt, ich weiß ja, bei manchen Dudes weiß ich ja immer noch, was ich da hole. Ich wusste zum Beispiel auch, dass wir hier Welkers Degen mitnehmen, da so rechts von mir, ne? Aber was sich da jetzt noch verbirgt, keine Ahnung. Ich glaube, da wird es aber noch die ein oder andere Leiche geben, die wir vorher so ein bisschen aus der Ferne schon erkannt haben. So, meine Seelenpfeile kann ich eigentlich behalten, weil wir haben hier oben noch diesen Spacken. So, jetzt werde ich wieder viel Schaden fressen. Ne, der scheint irgendwie an mir vorbeizuzielen. Was ich gerade sehr dankend und billigend auch annehme. Also offensichtlich haben nicht nur wir Probleme mit unserer Treffsicherheit. So, und jetzt wird es erstmal spannend. Also die Krähen jetzt hier schon wieder voll hässlich und minder bemittelt und denken, dass sie hier voll Angst machen können. Okay, ich glaube spätestens jetzt können sie das sogar. Ja, okay, das ist natürlich scheiße.
Ja, also wenn ihr jetzt so hier ankommt, dann, ich wollte eigentlich, oh Gott, okay, warte mal. Ich guck mal hier nochmal ganz kurz, ich glaube nämlich, die sind gar nicht so schnell. Weil guck mal, hier gibt es ja ansonsten gar nichts mehr. Ne, im Grunde genommen. Obwohl, vielleicht gibt es da so ein, oh, ja, das ist die Attacke. Jetzt sehen wir das auch, wie sie sich mit ihren fetten Po-Backen voll auf unseren kantigen Schultern irgendwie aufsetzt und der Meinung ist, dass wir wahrscheinlich auch noch Gefallen dran finden. Ja, super. Das sind hier schon wieder beste Voraussetzungen. Wirklich, ich bin total begeistert. Okay, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich hole mir erstmal meine blöden Seelen da jetzt zurück. Weil ich wollte, wisst ihr, was ich eigentlich noch gucken wollte? Also klar, auf dem Gang ist jetzt hier kein Loot mehr gewesen. Aber ich weiß nicht, ob man sich da nicht vielleicht durch irgendein Fenster oder so noch ins Innere reinplumpsen konnte. Ne? Weil ihr erinnert euch vielleicht zurück, wir hatten ja da diese riesige Wendeltreppe da in der Mitte, die wir da bis ganz an die Spitze nach oben latschen konnten. Und in diesem Raum, da lagen mehrere Leichen rum und einige sind auch irgendwie, glaube ich, gar nicht oder schwer erreichbar gewesen. Und ich habe da noch so ein bisschen die Befürchtung, dass wir uns da vielleicht irgendwo zu einer Leiche hinrollen können, die wir nur über diese Ecke auch erreichen können. Habe auch keine Ahnung, ob dieses Ausrüstungsset, was ich da gerade mitgenommen habe, ob das in irgendeiner Form gut ist. Aber das scheint, glaube ich, irgendwas von Magier, ne? Deswegen habe ich da erstmal nicht so die großen Hoffnungen, dass wir... Ey, guck mal, jetzt fangen die schon von unten an zu schießen. Ich habe doch jetzt nichts anders gemacht als beim letzten Mal. Ich verstehe das manchmal hier nicht so. Habe auch keine Ahnung, was die droppen, obwohl vielleicht sollte ich trotzdem mal gucken, die irgendwas da lassen, weil nicht, dass die irgendwie Menschlichkeit oder so da lassen. Also ich glaube zwar nicht, ob daran hätte ich mich auch irgendwie erinnert, aber man sollte ja schon mal prüfen, was man hier so dagelassen bekommt. Mhm. Ja, das sind echt die Momente, wo ich dieses Spiel einfach so abgöttisch liebe, weil ich so unglaublich viel Spaß habe, dass ich dafür gar keine Worte mehr finde. So, okay, warte mal, aber ich wollte ja sowieso oben nur durchrennen, ne? Das heißt, ey, wenn da gerade nicht dieser kleine Hupel gewesen wäre, dann wäre ich da schon wieder elendig verreckt. Ey, das ist doch echt unfassbar. Guck mal, hier kommt man nämlich raus. Ach, Mist, ey, ich habe das gerade schon gesehen. Hier gibt es nämlich so einen komischen... Ah, warte mal, vielleicht kann ich jetzt... Ach, nee. Hä, es sah gerade irgendwie so aus, als ob man hier irgendwie lang könnte. Nein. Guck mal, hier sind überall so eine Absperrung. Okay, wenn man hier sowieso nicht rein kann, dann bin ich da erstmal total tiefenentspannt und ja, bin auch gerade am Überlegen, wie ich jetzt am schnellsten wieder zum Leuchtfeuer komme. Keine Ahnung. Warte mal, wo lande ich, wenn ich jetzt hier mich fallen lasse? Okay. Ich bin auf jeden Fall in der Ecke, wo ich bisher noch gar nicht gewesen bin. Oh, aber die Seele, die kommt mir gerade sehr gelegen. So, ich würde gerne, wenn das Spiel jetzt beschließen sollte, mich irgendwie sterben zu lassen, dann würde ich gerne an einem Ort sterben. Ah, und nicht unbedingt ihn hier. An einem Ort, wo ich relativ einfach auch wieder zurückfinde, wenn ich denn wirklich meine Seelen hier liegen lassen sollte. Das sah gerade so aus, als ob da noch so eine weitere Trulla irgendwie hinter mir stehen würde. Guck mal, das war dieser blöde Angriff, der mich da vorm letzten Tod zweimal, glaube ich, erwischt hatte. Und jetzt probiert sich's ein weiteres Mal. Also eigentlich kann man das, wenn man die eine Weile beobachtet, ganz gut überblicken. Ne? Also richtig schwierig wird es nur, wenn mehrere von denen dann hier plötzlich auftauchen. Das ist dann irgendwie nicht so geil. Irgendwie fühle ich mich schon wieder so rum magisch angezogen von so einem Heimkehrerknochen. Also wenn ich die jetzt im Überfluss hätte, dann hätte ich davon auch ganz gerne jetzt was zum Einsatz gebracht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich glaube, ich war hier noch nie. Ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt hier... Also da gab es so eine Stelle, wo ich mich hätte runterfallen lassen können. Aber das sah irgendwie so aus, als ob ich da den sicheren Tod finden würde. Hier übrigens genauso. Aber ich lebe noch. Okay, war ich hier schon mal? Wo zum Teufel? Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich glaube, das ist die Ecke, wo wir damals zum allerersten Mal diese komischen Flügelelsen angetroffen haben. Ich glaube, das, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Das wäre irgendwie nicht so geil, wenn du mich jetzt vergiften würdest, Kumpel. Kumpel Roddy. Du bist jetzt Ratte. Weil du bestimmt voll der Punk bist, habe ich gerade so beschlossen. Deswegen gebe ich dir komische punkige Namen.
Ich weiß gerade nicht, ach so, ja, guck mal, die hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Wie süß und bequem die echt sind im Vergleich zu den ganzen anderen Gegnern, die wir hier so antreffen. Ich hatte eigentlich ja damit gerechnet. Ja, jetzt kackst du mir auf den Kopf und wir haben beide Spaß, oder wie? Ich habe gerade irgendwie... Ach, jetzt muss ich durch diesen blöden Raum nochmal durch. Aber gut, warte mal, ich muss sie ja eigentlich nicht bekämpfen, ne? Auch wenn die mir jetzt wahrscheinlich viel in den Rücken schießen werden und ich hier durchaus das ein oder andere Problemchen haben könnte. Auf der anderen Seite, wenn die mich jetzt vergiften sollten, ist das auch nicht so mega, so mega tragisch, weil ich ja sowieso auf dem Weg zum Leuchtfeuer bin. Ach, guck mal, die ganzen, ich habe noch nie aus dieser, in dieser Richtung hier gekämpft, wie ich das jetzt gerade tue. Ist gerade voll Neuland für mich, muss mich erst mal voll dran gewöhnen, das jetzt hier so rum zu handhaben. So, das ist gerade irgendwie nicht so geil, was ihr hier macht. Oh, hä, ist der tot? Ey, warum ist mir jetzt das Ausweichen gelungen? Und die letzten Male nicht, das kapiere ich gerade irgendwie nicht. Ich habe jetzt auch den mit dem letzten Schlag und dann direkt auf diese Wegrolltaste gedrückt. Und die letzten Male, als ich das wirklich genau so gehandhabt habe, da haben die mich immer noch erwischt mit ihrer Vergiftung. Also irgendwie... Irgendwie werde ich daraus nicht so ganz schlau. So, wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal ein gutes Stück weiter. Und ich bin erstaunlicherweise nicht vergiftet worden. Und diese Ritterseele, die müsste, glaube ich, mindestens... Ja, ich wollte gerade sagen, mindestens 4000 geben. Und ja, das ist eigentlich perfekt. Das hat sich mal richtig gelohnt, ey. Wir haben hier echt extrem viele Level-Ups generiert in dieser Runde. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr... toller Durchgang. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, auch wenn ich hier den Death-Counter wieder sehr nach oben getrieben habe, aber wir gehen definitiv sehr gestärkt aus dieser Folge hervor und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Einschalten und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir uns dem Gebietsboss widmen werden. Ja, macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!